So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Astroneers. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überlegen, wir waren ja dran und dran, etwas mehr Ressourcen zu bekommen, um das Ganze hier ein bisschen auszubauen, beziehungsweise um auch etwas verkaufen zu können. Und ich glaube zu wissen, dass der Rucksack voll war. Natrium, stimmt. Da habe ich eine Schmelzsäure dergleichen gebraucht und die habe ich momentan ja noch nicht zu wissen. Schaut, nein. Geschmolzen wird hier noch rein gar nichts. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen etwas dran machen. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Also wie die Höhle hier, die kann man noch etwas mehr auswuchten, sage ich jetzt mal dazu. Hier kommt das Ganze wegmachen. Und können dafür noch für eine kleine Beleuchtung sorgen. Warum nicht? Sieht so wesentlich angenehmer aus, mich du mal behaupten. Oh. Was ist da unten los? Warum? Warum zum Henker wird hier gefurzt? Was ist hier los? Oh, Hallöchen. Dich nehme ich doch liebend gerne. Dankeschön. haben wir doch direkt einen Durchgang zu einer unterirdischen Höhle gefunden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und nochmal irgendwas? Nein. Ja, die hier hätten wir noch. Haha. Aber auch abgesemmelt. Das heißt, ich muss gar nicht mehr nach draußen laufen. Ich kann hier einen Weg nach unten graben. Das ist interessant. Das ist definitiv interessant und heißt aber auch, wir können nicht unendlich tief hier buddeln, sondern haben genau die richtige Höhe erreicht. Für unsere Lage hier. Halte ich ihn aber auch. So sehe ich relativ wenig. So, dann machen wir hier oben auch noch ein bisschen Bodenleuchtung hin und zweimal zack. Und wir bauen hier rüber ein bisschen was hin. Du mein Freund, du verschwindest mal. Oh. Wir bräuchten ein bisschen Harz für die ganze Angelegenheit. Überhaupt. Yep. Wunderbar. Und hier könnten wir direkt was hinpflanzen, wenn wir den Harz hätten. Haben wir aber nicht. Weswegen wir kurz etwas verkaufen müssten. Und zwar die hier. Bitte ein bisschen. Oh. So, natürlich. Und ich könnte schwören, das Ding hier schaut jetzt besser aus. Weiß aber auch nicht, wie ich darauf komme. Egal. Harz kommt hier rein. Und Harz kommt gleich noch da drüben hin. Zum hier nochmal ein bisschen das Gelände verschönern, sagen wir es mal so. Und haben dann eigentlich einen direkten Zugang. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr nach draußen gehen. Wir können direkt hier alles machen. Wunderschön, wunderschön. Genau, was der Ast verschieben hat. Oh. Da haben wir noch ein bisschen Kohle. Okay, ist natürlich was anderes. Ist natürlich was anderes. Und was ist, wenn ich jetzt hier so runtergehe? Dann haben wir das Problem, dass wir... Hurpubbele. Und alle hopp. So, dann machen wir das doch einmal zu. Muss ja keiner sehen, dass hier was drin war. Oh, gut so. Wir können es auch abebnen. Sag ich jetzt auch mal nicht nein dazu. Ups. Okay, zu dem sage ich aber auf jeden Fall nein dazu. Oh, das ist aber nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Kann man das ein bisschen reparieren wieder? Ich weiß, 100% wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber... So, Pi mal Daumen ein bisschen. Ja, doch da. Ein bisschen kriegen wir auf jeden Fall. Jupp. Jupp. Das Gebiet hier bitte ausgleichen. Und das hier etwas auffüllen. Also wie ist das Loch da an der Wand? Passt schon. Passt schon, alles gut. Dich können wir noch ein bisschen abflachen und dich etwas nach oben holen. Und nach hier eine Treppe nach unten eigentlich bauen. Warum eigentlich nicht? Und nebenbei hier auf Stühle. Es ist doch etwas steilere Natur. So,
So, Hallöchen. Oh, eins brauchen wir noch. Und zwar hier, zack, eine Beleuchtung, wie immer. Von Beleuchtung geht hier nichts. So, Hallöchen, ihr kleinen Stinkerchen. Oh, zum Ruhe, Hilfe. Wo kam der Stinkpunze denn her? Da oben? Nee. Von unter mir, das ist natürlich nicht so schön. Überhaupt nicht schön sogar. Oh. Das wiederum ist recht praktisch, aber auch nicht gerade das Schönste. Ja, Hilfe. Nein, nicht bestinken, nicht vollstinken. Ich habe natürlich den schönsten Platz überhaupt ausgesucht. Um überhaupt irgendwas abzustauben. Habe ich da irgendwas zugekleistet, oder? Ich muss gerade mal rausfinden, von wo das ganze Zeug überhaupt herkommt. Also erst einmal, ihr sterbt alle. Warum nicht? Ihr sterbt auch alle. Hohe Hilfe. Das ist ein bisschen viel. Ach, die Decke eventuell. Oh je. Das da unten ist mehr als nur böse. Oh, stimmt, ich hab was. Oder auch nicht. Kann ich es vielleicht hier reinmachen? Okay, wenn es nicht gebraucht wird, wird es nicht gebraucht. Ich merke schon. Was brauchen wir noch? Wir bräuchten auch noch eine Forschungsstation, so wie es ausschaut. Mitnehmen. Eins hier mitnehmen. Und Forschung bräuchten wir auch noch. Handelsplattform, Fahrzeugbucht, Schmelze, Forschung. Sollen wir hier die Forschung hinbauen? Machen wir hier nicht. Sauergemisch, aufbauen. Aber eine Schmelze benötigen wir noch. Und dafür würde man sagen, haben wir den Body hier eventuell. Warum eigentlich nicht? Um hier direkt die Schmelze hin. Mehr braucht es auf den Anfang nicht hier unten sein. So, einmal echt zwei hin. So, was haben wir denn? Treibstoffdepot wäre natürlich auch noch etwas. Aber zuerst einmal eine Schmelze. Haben wir noch irgendwo Gemisch übrig? Harz haben wir hier. Aber Gemisch, so wie es ausschaut, nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Da müssen wir was machen. So. Eventuell sogar mit etwas Energie. Ach, die ist bestimmt ab. Ach, die hat es wirklich abgebaut, okay. Jupp, da sehe ich jetzt nichts. Kupfer. Dankeschön. Das ist definitiv nicht schlecht. Auch nicht ganz das, was ich gesucht habe, aber es ist ja schon mal zumindest ein gewisser Anfang. Aber Gemisch hätte ich jetzt doch noch lieben gerne. Nur vielleicht. Ja, natürlich können wir. Aber können wir doch bestimmt ein bisschen Gemisch herholen. Ich weiß, es ist. Upale. Hallo. Wirst du bitte hier wieder drauf gehen? Dankeschön. Ist zwar wertvoller eigentlich als Gemisch. Noch, komm schon. Das Ding hat es mir gerade irgendwie angetan. Okay, wir stellen uns auf die andere Seite. Wir stellen uns auf die andere Seite. Marit, nein. Kohle, Titan, Gemisch, los geht's. Immer noch so genial, dass es hier durchgeht. Was haben wir gesagt? Wir brauchen einmal Schmelze und Treibstoff. Das brauchen wir auch, wenn es geht. Das wäre natürlich so viel wie möglich. So, dazu tun wir hier den ganzen Bereich noch ein bisschen ausfüllen. Um das Ding hier noch ein bisschen zu erweitern. Und zwar in die Richtung. Zack. Achso, habe ich nichts da. Habe ich spontan nichts da. Dort habe ich Harz. Kann sein, also irgendwo habe ich doch immer Harz. Ja, komisch, wenn es mal nicht so wäre. Okay. Aber nach da unten müssen wir auf jeden Fall. Ja. Und zwar, um euch hier irgendwie loszuwerden. Ihr kleinen Stinker. Ups, und das nehmen wir mit. Boah, wie geht. Ich hoffe mal, dass auch hier auch direkt irgendwo Ressourcen sind, weil sonst, na, ist hier der Direktzugang etwas für die Katz.
Mit etwas meine ich dann gewaltig natürlich für die Katz. So, ich bitte darum. Einmal öffnen. Und sage mir bitte, was sich darin verbirgt. Natürlich in Nummer 1. Titan. Okay, nicht gerade das, was ich gebraucht habe, aber was soll's. Was soll's. Schmelze. Ich bitte darum. Dann können wir zumindest mal Ressourcen hier verschmelzen. Was warte ich hier? Aluminiumgedönse. Und du schaust definitiv auch anders aus. Und mit definitiv meint definitiv. Hat es wohl wirklich ein paar mehrere Upgrades gegeben, so wie es ausschaut für die Grafik. Wupp. Dankeschön. Und weiter ausbauen kann ich dich leider momentan nicht. Und dazu fehlt mir momentan einfach alles. So. Die beiden kommen mit, damit wir hier unten mal eine schnelle Basis und was aufbauen können. Ups. Einmal, bitteschön. Und das können wir noch mitnehmen. Warum nicht? Ach, komm schon. Das ist bestimmt direkt unter meiner Brücke, das ganze Zeug so. Bei meinem Glück, das ich habe. Okay, warum? Warum du nicht wollen? Das hier gute Energie. Okay, wie wär's dann mit. Ah, guck mal hier, Schmelze. Schmelze sagt Energie. Bitteschön. Mach was draus, ich bin hier unterwegs. So schnell kann es gehen. So, irgendwo hier unten. Ist das Ding. Ich hab direkt hier runter. Warum bist du hier unten drunter? Was ist hier los? Ja, ich weiß, hier stinkt's. Ich möchte herausfinden, woher genau das Ganze kommt. Ach, daher, jetzt da. Also jetzt müsste aber ruhig sein, eigentlich. Oder? Schau mal. Wie zum Henker kann es sein, dass hier drin immer noch gestunken wird? Das gibt's doch gar nicht. Hier Stinkstiefel endigen. Die Buddel meinetwegen, hup. Meinetwegen ein Loch hin, das so tief ist wie nichts anderes. Aber ich komme schon noch drauf. Moment. Wo zum Henker bist du? Ach, da bist du untergebracht, jetzt da. Okay. Sag mal, ist da immer noch was in dem Boden drin? Das gibt's doch gar nicht. Ach, guck mal. So, jetzt da aber. Ruhe da unten, ich glaube, ich bin. Kommst du hier? Denken, er müsse sich hier mit mir anlegen. Hier den Weltmeister im Großfurzen. Oder was? So, zack, alles zu. Keiner hat's gesehen. Keiner möchte es wahrscheinlich sehen. Also wie es hier keine Ressourcen gibt, heißt, sich hier durchzubuddeln hat mir effektiv nicht wirklich was gebracht. Außer eventuell ein paar Probleme. Ja. Dieser Planet ist wirklich nicht besonders schön, sagen wir es mal so. Nee, kann ich, haben wir gerade keine da. So, ihr seid auch schon mal tot. Nur Hilfe. Mega Giftwolke. Und was ist mit euch hier unten? Da ist auch nichts. Und ihr da unten, hohe Hilfe. Nope. Das ist den Stress definitiv nicht wert. Wir lassen das Ding mal offen. Man weiß nie, aber das ist es auf jeden Fall nicht wert, hier irgendwas großartig anzustellen. Okay, haben wir Energie für das Ding? Wir haben sogar Energie. Haben wir Tageslicht wahrscheinlich draußen. Das ist natürlich nicht schlecht. Und selten Lithium. Wunderschön. Das können wir später für Batterien und ähnliches gebrauchen.
Aber jetzt erst einmal. Warum, warum? Möchte ich bitte. Oh je, komm schon. Dich dort überwachen. Dich dort überwachen. Passt schon. Und lieber das ein oder andere Material da drüben noch rausholen. Wir wissen ja. Hier ist sogar mitten durch den Sturm durchgekommen. Dass wir da noch ein paar kleinere Ressourcen haben, um die Basis hier vor uns zu beenden. Denn ich habe mich ein bisschen offener informiert. Bis auf diese fetten Sandwürmer hier scheint es soweit eigentlich nichts wirklich Interessantes mehr auf diesem Planeten zu geben. Was ich schade finde. Weil gerade wenn es so radioaktiv verstrahlt ist und alles drum, hätte ich mir schon gewünscht, dass da ein kleines bisschen mehr rausspringt. So, Bizzale. Atompilze, Atomwaffen, irgendwie sowas. Ich meine, das Viech da oben schaut ja auch interessant. Ach, das Ding ist sogar so ein... Ah, das wollte ich gerade sagen. Das ist so ein lebendes Viech für sich. Also wie hier. So seht ihr es, wenn ein Grafikfehler auftaucht. Da muss ich die Dinge schon mal nicht ausbuddeln. So sage ich auch mal nicht nein dazu. Sage ich definitiv nicht nein dazu. Und einmal hier den Ding. Na komm. Dankeschön. Und ein bisschen Material hier noch absammeln. Was wir mitnehmen können, nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Schön. Malachit, Malachit, Malachit. Der wird hier mehr als... Oh, Hallöchen aber auch. Okay, gut, ich finde... Wir haben hier ziemlich viele Sachen, so wie es ausschaut. Oh. Wir haben ein bisschen zu viele Sachen. Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Was ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt noch einen hinbauen. Dann würde ich mitnehmen. Und den hier mitnehmen. Mal einiges veredeln, auf jeden Fall. Aber das finde ich immer noch etwas verstörend. Ich meine, es gab ja ein Grafik-Update und alles drum und dran. Und ich muss sagen, ich glaube, das hat meinem Spielstand nicht so ganz gut getan. Bezogen auf wahrscheinlich überhaupt gar nicht gut. Aber na gut. Was soll es? Solange es noch läuft, läuft es und ich bin zufrieden mit dem... Das wäre fast tödlich ausgegangen. Beziehungsweise im Moment. War der schon immer da? War der immer da? Bin ich echt so wahnsinnig gewesen und habe über das Ding drüber gebaut? Hm. Mit der würde es wahrscheinlich nicht gut gegangen sein bei dem Tag, als ich das aufgenommen habe. Aber meine Energiezellen sind voll. Wir haben auch Tag, heißt es dürfte auch gerade alles in Bezug auf unsere Solaranlage volllaufen. Was ich wiederum nicht schlecht finde, überhaupt nicht schlecht. Halt wieder, der schaut echt aus wie so riesige Fliegenpilze. Aber es hat sich doch ein bisschen was verändert im Ladeverhalten. Mit Betonung auf ein bisschen. Schauen wir mal, was man so alles schmelzen und verarbeiten können. Liebe, liebes Schmelzlein. Jetzt schauen wir doch mal. Ich sag, du kommst her. Du kommst her und du kommst her. Zack und schmelze. Willst du mich jetzt verkackeiern? Ich habe eine Schmelze ohne Strom oder was? Okay. Houston, wir haben ein Problem. Das Spiel funktioniert nicht mehr, so wie es ausschaut. das ist weniger gut. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wo ist unsere Kapsel? Da ist unsere Kapsel. Da gehen wir mal kurz rein. So, Spiel ist gespeichert. Das ist schon mal gut. Okay. Jetzt sagen wir mal zurück zum Hauptmenü. Bin mal gespannt. Vielleicht muss man es einfach nur nochmal neu starten. Wer weiß. Eigentlich hatte ich vor, jetzt die Folge über das Ding vorhin fertig zu bauen. Eventuell vielleicht. Wenn man es mir erlaubt oder auch nicht. So, starten. Dann mal ganz kurz gesehen, 23.02. war die Aufnahme. Irgendwann abends. In Deutschland natürlich. Mhm.
Dankeschön. Und das Ding ist immer noch nicht angeschlossen. Und es saugt immer noch keinen Strom ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Muss es vielleicht... Ah, es kann vielleicht auch sein, dass es nur gleiche Materialien sein dürfen. Das wäre natürlich im Bereich des Möglichen. Nope. Ich würde mal ganz stark behaupten, seit dem Patch, da ist irgendwas ein bisschen schief gelaufen. Ich meine, können wir dann vielleicht noch irgendwas bauen hier? Zwei Gemische? Hatten wir das nicht gerade noch irgendwo? Irgendwo zwei Gemische. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt purzen sie schon ein bisschen nach oben durch. Irgendwie fand ich es jetzt besser, als sie noch nicht hier in die Basis gepurzt haben. Das hatte ich schon etwas. Schau mal, Solarmodul. Die sind da. Da ist immer noch irgendetwas. Irgendetwas ist direkt hier drunter und furzt uns ins Gesicht. Was zum Henker? Warum seid ihr denn schon wieder hier? Heide Witzka! Warum verbreitet ihr euch überhaupt? Das gibt's doch gar nicht. Ihr dürftet euch doch gar nicht verbreiten. Okay, Solarmodul hat aber gebaut. Das wiederum geht. Wo ich mich auch frage, wie das funktionieren kann. Wir stellen das mal raus, aber ich würde mal ganz stark behaupten, wir haben ein Problem hier in der Basis. Ein Problem, was nicht gerade schön ist. Genauso wie wir es rein und rausladen, unsere Basis steht auf einmal unter Dauerbeschuss. Was ich auch als nicht gut empfinden kann, überhaupt nicht gut sogar. Ja, jetzt gehen wir hier hoch. Warum nicht da? Guck hier. Hier funktionieren die Solarzellen. Okay, bedingt. Und warum ist das Ding auf einmal hier? Also entweder war ich blind oder die Dinger sind einfach dazugekommen mit der Zeit. Was ich aber auch nicht schön finde. So. Und zwar haben wir nochmal hier eins. Zu guter Letzt. Da funktioniert auch nichts. Okay, gucken wir nochmal runter, aber wenn das jetzt nicht wirkt, dann würde ich mal behaupten, erfolgreich diesen Planeten. Ja gut, das ist noch nicht komplett kolonisiert eigentlich von mir. Da müsste man noch einiges hinbauen, aber wenn die gute Schmelze drin nicht funktioniert, dann war's das. Da müssen wir ja warten, bis ein Patch oder sonst was kommt, weil das Ding in der Theorie, es müsste eigentlich angeschlossen sein, es müsste aus diesem Ding hier unten Energie rausziehen. Das macht es jedoch nicht. So, eigentlich sollst du jetzt funktionieren, mein Freund. Muss ich da vielleicht irgendwie... Nee, das Ding ist kaputt. Ja, das Ding klaut mir jetzt auch Platz. Und von unten kommen die ganze Zeit die Pfürze raus, also das war jetzt nicht so... nicht so prickelnd, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber okay, ich wollte eh sagen, dass ich das mal von Anfang die letzte Folge mache, für diese Season an sich. Denn das einzigste, was glaubt noch neu dazugekommen ist, sind Sprengstoffe, wenn ich mir sicher. Oh, vielleicht verwendbar, Solarmodul. Ah, neue Technologie muss ich wahrscheinlich erstmal herausfinden, oder? Müsste ich erstmal finden, aber bis ich das irgendwo gefunden habe. Oh, der Witzka. Das ist mit dem Anschluss natürlich das Dümmste überhaupt, was ich nicht verstehen kann, weil es ist ja an sich hier verbunden, aber damit was soll es. Was soll es? Auf jeden Fall, mir hat's Spaß gemacht. Ich werde auch gucken, dass ich vielleicht wieder auf das Spiel zurückkomme.
wenn es mehr Content gibt, den es zu berichten gibt. Ich bin mir sicher, ich habe das eine oder andere wahrscheinlich noch nicht gezeigt. Gerade zum Beispiel auch, ich glaube, einen Planeten, den Exotikplaneten. Aber da muss ich gestehen, ja, boah. Er sieht wahrscheinlich interessant aus. Also, es ist halt einfach so ein bisschen weltliche Natur. Das war es aber auch schon. Und da jetzt nochmal den ganzen Aufwand zu betreiben, muss ich gerade gestehen, ah, da schwimmen mir eher andere Let's Plays und Gedanken durch den Kopf, die ich da vorziehen würde. Deswegen hier ein harter Cut und wir kommen zurück, falls mal das Kontingent an Upgrades etwas größer ist, dass man sagen kann, hey, es lohnt sich wieder ein Fleckchen zu machen. Bis dato aber hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dato, macht es gut und wie immer. Tschüssi. Und das Loch war falsch. Ja. Na gut, auf in den Kryogen Schlaf. Mit Klappe offen natürlich.